Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Mondopposition Mars. Du erinnerst dich sicherlich, dass von höheren Kreisen her betrachtet viele Probleme nicht gelöst, sondern verschleppt wurden bzw. mit Geld beworfen wurden, Förderungen. Es haben alle möglichen Vereine, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber du weißt vielleicht, auf was ich anspiele, alle möglichen Vereine, alle möglichen Kulturen, Konfessionen, was auch immer, haben großzügige Förderungen bekommen und man hat sich sozusagen, sagen wir es mal so, den Frieden im Land erkauft. Ich behaupte das einmal. Und wenn die Geldgeschichte Herrscher 2, Herrscher 6, Merkur in den Fischen im 11. Haus, ja, wenn wir erkennen, dass es bezüglich Finanzen immer schlechter und schlechter wird, dann werden wir jetzt auch einen unglaublichen Entsolidarisierungsprozess mitverfolgen können. Also das heißt, dass ganz einfach all jene Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Organisationen, welche man mit Geld zum Schweigen gebracht hat, ja, dass diese jetzt, wenn sie kein Geld mehr bekommen, natürlich Aktionen setzen werden. Aber nicht Dankbarkeitsbekundungen, dass es ihnen in den letzten 10 oder 15 Jahren oder wie lange auch immer so gut gegangen ist, dass die öffentliche Hand ihnen so viel Zucker in den Allerwertesten geblasen hat, sondern jetzt kommen die wütenden Proteste ans Tageslicht. Wir haben ja zum Beispiel in Wien, glaube ich, das ist dort in der Seestadt in der Nähe dort, haben wir ein Zeltlager, ein Camp, wo normalerweise alle anderen, wenn sie eben nicht dieses Bekenntnis hätten, ich meine jetzt nicht religiös, sondern politisch, sozusagen festgenommen worden wären, aber weil sie ja das richtige Bekenntnis haben, ist dort überhaupt die große Toleranz ausgebrochen. Was auch immer, ja. Und all diese Dinge werden jetzt zusätzlich auf uns zukommen, wo es uns ohnehin schon, sagen wir mal so, interessant geht. Weil spätestens seit 2015 ist wohl jeder klar geworden, was hier gespielt wird. Aber so das große Bild ergibt sich erst allmählich jetzt für die meisten. Wir haben auch hier in diesem Horoskop 9 Planeten oberhalb der Aszendentenachse. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen, wo dann auch der Jahreswechsel hineinfallen wird, das wird so ungefähr, wenn das ein 2-Wochen-Horoskop ist, wird das ungefähr da sein, ja, hier. 7 Tage, 20. ungefähr. Also hier ist um den Jahresbeginn. Das heißt, hier werden doch sehr viele große Augen bekommen. Oder wie ich immer gesagt habe, die Augen ergreifen vom Rest des Gesichtes Besitz. Also das heißt, hier werden sich dann lustige Erkenntnisse für viele ergeben. Spät, aber doch. Aber wie man so schön sagt, lieber spät als nie. Wir haben auch hier die Wirtschaft, Handel, Industrie, Spitze drittes Haus im Krebs, ebenfalls Herrscher 3 in 4. Was mir schon in den letzten Horoskopen vor Monaten schon aufgefallen ist, dass wir immer wieder die Besetzung haben, Herrscher 3 in 4, was bedeuten könnte, dass Wirtschaft, Handel und Industrie versuchen, im eigenen Land mehr Fuß zu fassen und sich nicht mehr so stark auf das ferne Ausland und die Handelskontakte zu verlassen. Ja? Eine logische Entwicklung. Also das heißt, von der Globalisierung wieder zurück zur Regionalisierung. Und hier haben wir auch große Probleme für Wirtschaft, Handel und Industrie, aber eben auf andere Art und Weise. Man ist hier sehr, sehr nervös und aus dem Bereich der Stadtsipaten werden hier Maßnahmen gesetzt, die ganz eindeutig zum Nachteil von Wirtschaft, Handel und Industrie gereichen. Also eine durchaus angespannte Situation. Wie gesagt, Spitze 2. Haus Finanzen, Spitze 6. Haus Frostschutzthema oder generell das Thema Krankheit würde bedeuten im 11. Haus, dass man hier sozusagen wegen eines, also mit bezüglich Finanzen, mit alliierten und verbündeten Staaten Probleme hat, 6. Haus, und hier auch die Unklarheiten, Merkur in den Fischen, wo man sich auch
täuscht. Also das heißt, hier haben wir nicht nur die Täuschung, sondern man wird auch getäuscht. Aber das ist für uns, glaube ich, nichts sonderlich Neues. Wir sehen auch hier Saturn im klaren Quadrat zum Aszendenten. Das ist sogar ein relativ enges, festes Quadrat. Aszendent 22 Grad 39 und Saturn 20 Grad 16. Naja, so eng ist es jetzt nicht, aber es ist doch immerhin ein Quadrat, ein festes Quadrat. Das heißt, Stadtsipaten gegen das eigene Land, gegen Aszendenten. Also das heißt, hier wird das alte Thema wieder erwähnt, Schadensmaximierung. Gleichzeitig, naja, ist das jetzt nicht unbedingt der Aspekt, der uns glücklich machen wird, Sextil zwischen Venus, ja Venus, die haben wir da, zwischen Neptun und Sonne. Ja, es war wieder Aussetzer 23, 41, ist ein eindeutiges Sextil. Das heißt, hier wird uns vielleicht geholfen von höheren Mächten. Formulieren wir es mal sehr, sehr positiv. Ja. Sehr positiv, also das heißt, ja, man muss auch die höheren Mächte natürlich immer auf der Rechnung haben, auch wenn das jetzt ein bisschen infantil klingen mag, aber ich würde sagen, das ist nicht ganz so von der Hand zu weisen, weil wir doch immerhin sozusagen von höheren Mächten strukturiert werden. Ja. Wir sehen auch hier einen Spiegelpunkt. Naja, es wird verzeihen. Halbsumme, Spiegelpunkt, wenn ich jetzt hier Spitze 12 des Haus nehme, dann habe ich Sonne, Jupiter, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich von mir interpretiert, aber trotzdem sehe ich hier eine Halbsumme zwischen Sonne, zwischen Jupiter und in der Mitte Fokus, Punkt, Spitze 12 des Haus, Sonne steht für das Wachstum im Land, den Wohlstand, unser gewohnter Lebensstandard und Jupiter steht für Niedergang, Transformation, Untergang. Das heißt, auch hier haben wir ein starkes Indiz, Auflösung, Untergang des Wohlstandes. Das ist nur eine zusätzliche Information. Ja, so im Großen und Ganzen, was haben wir hier noch? Den Uranus haben wir als Herrscher des 11. Hauses im Stier, im 12. Haus. Also das heißt, wir haben hier ein starkes Spannungsverhältnis, auch wenn es kein enges Quadrat mehr ist, aber es ist fest quadrierend. Wir haben ein Spannungsverhältnis zwischen den Stadtsipaten und den Schergen, aber auch den verbündeten Staaten. Das heißt, wir haben, wie eingangs gesagt, jetzt einen starken Dissoziierungsprozess, das heißt einen Entsolidarisierungsprozess, wie es so schön heißt, in der Not ist sich jeder der Nächste. Und dann vergisst man gerne auf all das, was man eigentlich versprochen hat oder auch beabsichtigt hat zu tun, was aber nicht mehr möglich ist, weil einfach die Mittel fehlen. Ja? Herrscher von 2 und 6 eben Merkur, ein und derselbe Herrscher. Wir haben auch hier das Frostschutzthema, 6. Haus, ich würde sagen im 11. Haus, da kommt viel Wahrheit ans Tageslicht und wir haben nach wie vor die Verschleierungsprozesse. Also hier sollen wir auch eben nicht die volle Wahrheit erfahren, aber das macht nichts. Es kommt sowieso alles ohnehin durch. Ja, die Frage, die ich gestern gestellt habe, die erspare ich euch und zwar habe ich da wegen Bücher schreiben, ich habe da unmittelbar jetzt wieder zeitnahe begonnen, etwas zu schreiben. Ja, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich eine exakte Sonne-Neptun-Konjunktions-Oppositionsauslösung auf meine Sonne in der Jungfrau habe. Das ist nur um ein halbes Grad auseinander, also das heißt, das nächste Jahr wird auch für mich sehr, sehr intuitiv, sehr spirituell. Nicht mehr spirituos, weil ich habe damit aufgehört. Schauen wir mal, wie lange ich es noch halte. Morgen beginnt die 5. Woche und ich will nicht sagen, dass ich stolz auf mich bin. Was mich am meisten freut, ich vermisse überhaupt nichts. Ja. Ich vermisse überhaupt nichts und ich sehe es aber auch nicht religiös, dass ich sage, ja, um Gottes Willen, ich muss das jetzt so und so machen, sondern na, wenn es im Sommer heiß ist und ein kaltes Bier sich anbietet, werde ich das nicht von mir weisen, aber eben nicht mehr diese Mengen und diese Regelmäßigkeit und vor allen Dingen nicht mehr täglich, das brauche ich nicht mehr. Neptun, Oppositionstransite stehen ja auch absurderweise für Ernüchterung, dass man sich eben auch seinen Süchten stellen muss.
Naja, gut. Also das heißt, starke Entwicklung, starke Emotionen, das Volk in Rage. Und wir werden jetzt sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln, weil die Stadtsiparten haben sich ja als Meister der Provokation herausgestellt. Also das heißt, der Begriff des Vertretens der Interessen, der ist schon lange ad absurdum geführt. Allerdings vielleicht nicht, wenn man sich die Frage innerlich beantwortet, wessen vertreten hier dann vertreten werden. Unsere sind es jedenfalls nicht. In dem Sinne, bitte, wenn du heute wieder etwas, du weißt ja, hast du etwas Zeit für mich, dann ist eben mal wieder, schauen wir mal, dass wir wieder ein Flussfoto, also, schau mal, ich muss nur den, gar nicht so übel, der Soundtrack, der passt dazu, nur ein bisschen weniger Geschwurbel, 19.50 Uhr, wenn du wieder ein paar Minütchen erübrigen kannst. Du weißt, im Osten wird dringend Frieden gebraucht, möge dort wieder Vernunft zurückkehren, dass sozusagen wieder die Harmonie in den Fluss kommt, ins Fließen kommt. Frieden, Freude, ganz wichtig. Und immer bedenken, es ist auch der Eigennutz, der uns antreibt, weil alles, was du aussendest an guten Energien, das kommt natürlich auch auf dich wieder zurück. In dem Sinne, einen großartigen, sonnigen Sonntag. Vielleicht kannst du ein Stündchen spazieren gehen. Wir haben es gestern im Helenental, würde ich sagen, sehr nett gehabt und war ein durchaus gelungener Nachmittag. Dein Astrowolf, Ende.